Und da sind wir wieder. Ich muss nur mal die beiden hier einsammeln. Weil ich hatte schon mal einen Versuch gemacht. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht geklappt hat. Ich habe jetzt eigentlich nichts verändert. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, es steht alles richtig. Und als ich das dann gemacht habe, auf einmal macht es wieder doch das, was es sollte. Und zwar, wir müssen das jetzt da rein. Wir müssen hier raus. Weil da, hier, da rumst es und sonst kriegen wir den ganzen Damage und das möchte ich ungern. Und die beiden Truhen habe ich deshalb eingesammelt, weil ich habe im Singleplayer auch so eine Truhe, weil ich teste ja alles im Singleplayer. Ich habe im Singleplayer auch so eine Truhe und diese blöde Truhe hat immer alles eingesammelt. Die hat immer alles gefressen. Das war dann nicht so gut. Okay, stellen wir erstmal Theo hin. So, und dann Mathilda. Ja, deine Frau ist auch da. Gut. Dann wollen wir mal drinnen weitermachen. Das heißt, wir haben jetzt dieses Ritual. Das wird aber demnächst noch weitergemacht. Also, das ist hiermit noch nicht zu Ende. Da will ich noch ein bisschen mehr machen. Es haben ja welche geschrieben, Flugtrank, dass ich das mit dem Flugtrank gemacht habe. Das wäre gecheatet. Nein, ist es nicht. Man kann diesen Flugtrank craften und man kann sogar einen erstellen, wurde mir zumindest gesagt, der bis zu 19 Minuten Flugzeit hat. Und wenn man das ganz normal craften kann, dann ist das kein Cheaten, so sehe ich das. Das heißt, der Flugtank gehört regulär dazu und ist nicht gecheatet, bin ich der Meinung. So, okay, hier, das muss noch weg, aber nicht damit. Machen wir das ab. Ah ja, da hängt ja auch noch ein Bild, aber das wird gleich gefressen, sage ich doch. So, dann machen wir das hier zu und dann müssen wir noch ein paar Bretter machen für den Flur. Und dann ja, dann dürft ihr euch noch aussuchen, welche Farbe die Schlafzimmer haben sollen. Da macht ihr das ganz einfach. Da, ich würde sagen, wir machen die in unterschiedlichen Farben. Wir machen die in unterschiedlichen Farben. Das heißt, das eine Zimmer in dieser Farbe, das andere in der anderen Farbe. Das heißt, Hubis Zimmer ist das hier, Hubis Zimmer und mein Zimmer. Da schreibt er dann dabei Hubis Zimmer, Doppelpunkt und dann die Farbe. Oder Nemisos Zimmer, Doppelpunkt und die Farbe. So, und das Wohnzimmer, wie gesagt, das machen wir in grün. Und dann müssen wir hier. Müssen wir dann auch noch Dings machen. Von dem Sandstein müssen wir dann noch ein paar machen. Von diesen dünnen. Das werden wir auch noch machen. Dass wir das dann von außen, die grüne Wolle, das kommt mit Sicherheit gar nicht gut. So. Dann. Aber. Da merkt man wieder mal, dass Yama doch eine ganze Menge Fans hat. Ne? Weil da die meisten ja wirklich mehr so auf Yamas Farbe gehen wollten. Gut, hier, das haut so nicht hin. So, dann gehen wir mal hier zwischen. Nee. Machen wir so. Ne? Echt jetzt? Ey. Muss doch gehen. Sag ich doch. So, und das machen wir mal weg. Dann. Moment, Moment, Moment. Nee, das muss ich anders machen. Sonst sperrt es mir da drin. Das möchte ich nicht. Das muss ich von innen vorsetzen, genau. Und jetzt müssen wir uns hier wieder rausarbeiten. So, und das wieder zu. Und wieder rein. Geh mal wieder rein. Die gute Stube.
Warm wird es ja jetzt nicht sein, weil keine Fenster. Das heißt, es wird ziemlich windig sein. Na, ich komme noch nicht mehr durch die Tür. Die ist doch nicht enger geworden. Okay, da weiter. Da weiter. Da weiter. Okay, ja gut, dahinter braucht man nicht unbedingt machen. Das sieht ja eh kein Mensch dann. So. Okay. Da. So, das haben wir auch. Kommt dann das Fenster hin. Obwohl, ich bin am Überlegen. Ich bin am Überlegen, ob ich das nicht in einer anderen, in einem anderen Material gänzlich mache. Die Fensterrahmen. Bin ich am Überlegen. Weil hier habe ich die Außenfarbe angenommen. Doch, ich mache das in einem anderen. Ich mache die Fensterrahmen aus Holz. Das heißt, das kommt später nochmal weg. Ich mache dann anderes Holz. Und da war ja auch so ein Vorschlag, ich könnte ja mehr von dem Blutholz verwenden. Und das werde ich auch machen. Ich werde die Fensterrahmen, die werde ich aus Blutholz machen. Das würde mich auch ganz gut zu dem passen. Zu außen, weil ich da ja die Säulen sozusagen, also das, die Blenden, ja, von der anderen Seite, von vorne ist das. Das würde vielleicht ganz gut dazu passen. Machen wir auch. Machen wir auch. Ich mache die Fensterrahmen in dem Blutholz. So, das muss wieder ab. Gut. Also, wie gesagt, in der nächsten Folge dann, sprich morgen, geht's dann weiter mit der Blutmagie. Nur, mehr habe ich mir noch nicht davon gemerkt. Tut mir leid. Aber das ist ja auch ein Haufen Zeug, was man sich da einprägen muss. Das ist wirklich ein Haufen Zeug. Ich meine, es sind ja auch ein Haufen Mods hier drin. Da, also manchmal, da verliere ich wirklich den Überblick. So. Hier. So. So. Wie viele haben wir noch? Oh ja, doch, die Wand kriegen wir auf jeden Fall noch zu. So. Dann wollen wir mal auf die Glock schauen. Wir sind bei... Ach, wir haben noch genug Zeit. Ich würde sagen, wir reißen da die Wand auch nochmal ab. Dass wir zumindest die Innenseite vom Wohnzimmer schon mal fertig haben. Wie gesagt, die Zimmer, da entscheidet ihr, welche Farben die kommen. Und oben werden wir auch noch... Ja, wir brauchen ja auch noch eine Küche. Warte mal, hier hinter, das kann ich mir eigentlich sparen. Das sieht hinterher keiner, wenn wir fertig sind. Das heißt, es reicht, wenn ich hier dann... So. Genau. So. Perfekt. Ah, nein! Schon wieder daneben. Okay. Jawohl. Jawohl. So, und wir sollten auch zwischendurch mal wieder die Fackeln anbringen. Weil sonst wird es hier irgendwann zu dunkel, würde ich sagen. Nee, die machen wir da. So. Die sammeln wir gleich ein. So. Zack. Zu das Ding. Na? Jo, richtig. Und hier geht's weiter. So, wie gesagt, da hinter den Schränken, das können wir uns sparen. Weil das sieht wirklich hinter keiner. Aber wenn wir dann von innen die Wände dann gemacht haben, da sieht man überhaupt nichts dann davon. Ah, habe ich da... Jetzt bin ich am... Ne, ich nehme da dann die... Farbe der Innenwand an, würde ich sagen, beim Türrahmen. Doch, das machen wir von der Innenwand. Dann nehmen wir die Farbe von der Innenwand an. Auf, weg, weg. Oh, das wird fallen. Nein? Echt jetzt? Sämtliche Bilderrahmen runter, fallen runter, aber das nicht. Das finde ich gut, brauche ich es nicht wieder anbringen.
Finde ich gut. Gefällt mir. Bin ich mit einverstanden. Ja, und der sammelt den ganzen Sandstein da unten ein. Wer war denn das überhaupt? Welcher von beiden bist du? Ich kann euch nicht auseinanderhalten. Ton nehmen. Sehen alle gleich aus. So. Ja, können wir auch so. Müssen wir nicht unbedingt von da rüberziehen. Okay. So. So. Genau. Und dann hier noch. Perfekt. So, dann haben wir jetzt ein grünes Wohnzimmer. Wir haben ein grünes Wohnzimmer. So, dann machen wir hier wieder hell. Ich würde sagen, das verteilen wir ein bisschen anders. Das machen wir hier so über die Türen. Genau, dann machen wir das hier auch so über die Türen. Dann können wir da eigentlich... Ja, machen wir so eine Fackel da oben hin. Gut, wenn es da ein bisschen ankokelt, das ist ja nicht weiter schlimm. Dann machen wir hier rechts und links einen hin. Gut, perfekt. Dürfte hell genug sein. Hoffe ich zumindest. Ich drücke mal jetzt F7, wenn ich die Fackeln hier auf dem Boden wegmache, weil das stört mich so ein bisschen hier. Da will ich mal gucken, ob hier drin dann was spawnen kann. Theoretisch sollte das nicht passieren. Obwohl, wir können ja... So, dann ist auf jeden Fall hell genug. So, dann haben wir Kerzen auf dem Tisch. Gut, dann müssen wir hier noch ein paar Bretter machen. Das muss dann auch noch... da habe ich auch noch. Weil ich habe hier... Ich hatte schon nach oben hin... Habe ich auch schon ein bisschen weiter gearbeitet. Habe hier so ein bisschen gemacht. Und die Fensterbänke, die mache ich auf jeden Fall. Also diese Fensterrahmen, die mache ich auf jeden Fall in diesem Blutholz. Wisst ihr was? Das probieren wir auch gleich mal aus. Das probieren wir gleich mal aus. Oder habe ich... Nee, habe ich nicht dabei. Ich will mal gerade gucken... Gucken. Ne, was? Ne, das war braun gefärbter Lehm. So. Dann gucken wir mal, ob einer guckt. So. Ne, doch, klar. Blutholz, das wollen wir doch. Das da. Dann nehmen wir mal. So ein Stack erstmal nur mit. Ich will ja erstmal gucken. Moment, will noch was anderes gucken. Jo. Machen wir jetzt mal die Blutholzbretter dran und probieren das mal aus, wie es ausschaut. Aber theoretisch müsste es doch gehen. Müsste eigentlich ganz gut aussehen. Ich hänge hier. Mich würde mal interessieren, ob man die Stämme auch zersägen kann. So dass sie die Farbe so beibehalten. Müsste man mal probieren. Okay, da haben sich die Bretter abgemacht. Das sollte nicht passieren. So. Genau. Und dann will ich das so. Genau. Das ab. Das ab. Ja. Wieder runtergefallen, war ja klar. So. Dann hier oben das ab. Echt jetzt? Darf ich ganze Teile davor? Ja, stimmt. Ich hatte hier zuerst ganze Teile davor gemacht. So. 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 Gucken wir uns das mal an. Holen wir mal Glas. Ich habe doch... Ja, habe ich zurückgepackt. Holen wir mal Glas aus dem ME-System. Probieren wir mal, wie es mit Glas aussieht. So. Aber diese Rahmen, die werde ich oben auch noch machen. Weil ich finde das gar nicht mal so schlecht. Doch, ich finde, das hat was. Doch, das machen wir. Das machen wir. Ich mache da dieses Blutholz dran. Machen wir das hier auch gleich. So. So.
Das da auch weg. Dann. Zack. Zack. Dann müssen wir das hier unten noch wegbauen. Ja, und das kann eigentlich auch weg. Sammelt es da unten einer ein? Echt nicht? Okay, dann kann ich auch nichts mehr. Ich habe gedacht, das sammelt einer von euch beiden ein. So, dann machen wir hier gleich Glas rein. Zack, zack. Und dann will ich mal schauen. Jo, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Das heißt, wir beenden wieder die Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.